Tired of ads interrupting your favorite show? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Download the Amazon Music app or visit amazon.com/adfreesports. That's amazon.com/adfreesports to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime members. Some shows may have ads. Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayat. Hallo meine Lieben, ich hoffe ihr habt einen richtig geilen Advent bisher gehabt und ich hoffe ihr hattet auch schon eure ersten Weihnachtsplätzchen. Ich hatte meine und es ist immer wieder so eine Geschmacksexplosion. Ich sag's euch, ich liebe Weihnachtsplätzchen. Damit könnt ihr mich leider ganz, ganz einfach bestechen, wenn ihr das je wollen würdet. Wenn sie gut gemacht sind, Anyway, herzlich willkommen zum offiziellen John Sinclair Podcast heute. Heute wird's schaurig. Wir sind im Harz. Und zwar nicht ich alleine, sondern ich habe mir schützende Unterstützung mitgenommen. Nämlich niemand anderen als Ian Rolf Hill. Oder Florian Hilleberg, unseren geschätzten Sinclair-Autor. Und ja, wir waren im Harz und haben uns umgesehen im Hexenmuseum, aber dazu gleich sehr viel mehr. Ich würde sagen, wir starten als erstes wie immer mit den Sinclair-News. Am 8. Dezember, das ist, guck mal in den Kalender, heute, genau, also heute erscheint das dritte Hörbuch aus unserer Reihe Promis lesen Sinclair. Ihr habt ja sicher den letzten Podcast gehört, das Interview mit Urban Priol. Nicht? Shame on you. Dann spult einfach gleich, wenn ihr diesen hier zu Ende gehört habt, eine Episode zurück und dann könnt ihr euch das nochmal geben und euch auf das Hörbuch einstimmen. Er liest Schrei, wenn dich die Schatten fressen. Das Hörbuch gibt's auf allen Streaming-Portalen, die Hörbücher anbieten. Aber wenn ihr sagt, nö, ich will das nicht nur streamen, ich will das auch downloaden, dann geht das auch ganz einfach, nämlich auf johnsinclair.de. Und morgen, also am 9. Dezember, erwartet euch wieder ein kleines Advents-Highlight, nämlich das Dreamteam hat sich zusammengetan, nämlich Die Hard-Fan Michaela Frölian und Autor Logan Dee. Die haben einen Roman zusammengeschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch, die haben auch schon mal zu Jason Darks Geburtstag einen richtig coolen Roman geschrieben, der aus Michaela Frölians Idee stammte. Und die haben sich jetzt wieder zusammengetan. Und das Ganze erscheint morgen als üblicher Sinclair-Roman unter dem Namen Bloody Christmas, John Sinclair. Ich freue mich mega drauf und bin mega gespannt, wie das wird. Ja, und nächste Woche gibt's dann wieder das Hörspiel, ne, wie jeden Monat. Es gibt die Folge 166, der Doge, sein Henker und ich. Ja, und eigentlich war es so, dass John und Jane mal wieder in Urlaub fahren wollten nach Venedig, so wie in guten alten Zeiten. Aber dann, mehr verrate ich euch nicht. Müsst ihr schon selber reinhören. Und dann ist das Jubiläumsjahr leider auch schon wieder rum. Und neben den vielen tollen Produkten, die wir hatten, waren meine persönlichen Highlights vor allem die tollen Veranstaltungen und die superschönen persönlichen Begegnungen mit Menschen, die man entweder schon ganz lange kennt, auch wenn man sie noch nie persönlich getroffen hatte, aber auch mit neuen Menschen, die das Sinclair-Universum gerade für sich neu entdeckt haben. Und es hat einfach nochmal gezeigt, zumindest mir gezeigt, was für eine geile Scheiße wir hier alle machen, weil wir dieses großartige popkulturelle Phänomen John Sinclair feiern. Wisst ihr was? Ich wollte es nur einfach mal gesagt haben, wir sind super, wir sind richtig geil. Lass uns mal so, hier, jetzt, sofort. Habt ihr irgendwo ein Feuerzeug? Genau, Feuerzeug, Arme hoch und einfach mal uns selber feiern, weil wir geil sind. Wir sind die John Sinclair Community und wir sind geil. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, so am Ende des Jahres, falls wir es noch nicht irgendwie schon eigentlich wissen. Aber 50 Jahre sind ja noch lange nicht das Ende. 2024 geht es natürlich weiter mit noch ganz, ganz viel mehr tollen Dingen. Also bleibt gespannt. Um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, abonniert unsere Social-Media-Kanäle oder checkt immer mal johnsinclair.de oder noch viel einfacher, abonniert unseren Newsletter. So, jetzt habe ich euch die Sinclair-News nahegebracht. Jetzt schnallt euch an. Es wird kalt. Es wird düster. Es wird schaurig. Es wird Horror. Und es wird schön. Kommt mit auf die Reise ins Hexenmuseum im Harz mit Ian Rolf Hill, Florian Hilleberg sozusagen, und meiner Wenigkeit
gucken, ob wir heil rauskommen. Herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Event heute. Ich stehe vor dem Hexenmuseum im Harz, heißt Obscurum Tale. Und ich bin nicht ganz alleine hier. Ich bin mit niemand anderem, niemand geringeren als Ian Rolf Hill himself. Erstmal herzlich willkommen, lieber Florian, dass du heute mal bei mir bist und nicht bei Hennes. Ja, hallo Amy. Ich freue mich auch total, dass es endlich mal geklappt hat und dass du mich auch mal mitnimmst zu so einer spannenden Entdeckungsreise. Oh, ich nehme dich gerne und immer mit. Du wohnst nur so weit weg von mir. Ja, genau. Aber es hat ja wunderbar geklappt und es ist ja von daher auch eigentlich sehr schön, weil dadurch sind wir ja eigentlich erst auf die Idee gekommen, hierher zu fahren. Genau, und zwar stehen wir hier, also ihr hört wahrscheinlich nur den Autolärm, wir stehen wirklich, ich habe den Eindruck, irgendwie mitten im Nowhere-Land, so ein bisschen vor so einem Fachwerkhaus mit diversen Figuren, einem goldenen Totenkopf und einem netten Knaben, neben dem ich mich gerade habe netterweise von Florian fotografieren lassen. Ich weiß aber auch nicht, was das für ein, weißt du, was ist das? Ist das ein kaputter Ritter oder wer soll? Nee, wahrscheinlich soll das eher so eine Art Hexenjäger sein. Also ein John Sinclair des Mittelalters. Ja, ich weiß nicht, ob er so ganz positiv behaftet ist, ne? Aber er sieht schon so etwas unheimlich aus. Er macht einen unheimlichen Eindruck. Ja, wer weiß, vielleicht könnte er auch John Sinclairs Gegner werden. Genau. Ja, genau. Und zur Erklärung vielleicht noch. Wir befinden uns hier tatsächlich in Thale im tiefsten Harz und dann wissen wir natürlich auch schon, worum es eventuell gehen könnte. Richtig, also Hexenmuseum Harz, also es geht um Hexen. Achso, das hattest du schon gesagt. Ja, yeah, ne? Genau. Also es steht ja da Obscurum Thale, Museum der Hexerei und der dunklen Mächte. Also es wird noch einiges anderes auf uns zukommen, fürchte ich. Ja, mit dunklen Mächten habe ich nicht so viel zu tun, aber eigentlich müsste ich hier nicht sein. Wer weiß, hinterher erwürgen die mich oder hängen mich auf, verbrennen mich, ich weiß es nicht. Aber ich traue mich hier mal rein, mit dir an meiner Seite kriegen wir das hin. Ja. Lass mal reingehen. Wir lassen uns nämlich gleich von Gerald Liedmann, unserem Führer, hier durchführen. Ich bin total gespannt. Ich gehe mal hier dran. Hier geht es eine Treppe hoch, die sehr schmal ist. Es geht also in ein richtiges Hexenhaus. Gehen hier mal hoch, gucken, was uns da erwartet. Ich bin im Vorraum des Museums, wir sind also diese Treppe gerade hochgegangen und ich stehe hier umgeben von so spannenden Figuren, die ich mir gleich erklären lassen werde. Aber erstmal möchte ich unseren Führer hier heute vorstellen, das ist Gerald Liedmann. Hallo lieber Gerald, schön, dass du da bist. Hallo. Oder dass ich da sein darf. Hallo, ich begrüße euch. Also wo stehen wir hier, was ist das hier und was sind das für Figuren um uns rum? Es ist ein Museum und es ist keine Geisterbahn und so, das dürfen ja auch Kinder mit rein. Weil hier lebt nichts, hier kommt kein Teufel an, fest sich umverdienen, ist nicht. Und zwar, unser Chef ist Diplompsychologe aus Franken, der Helmut Lautner hat das hier eingerichtet, 2016, und hat vieles aus Franken, aus einem alten, anderen Museum mitgebracht. Es ist sehr, sehr groß und steht auch, es ist das größte Hexmuseum Deutschlands, aber das Größte, ja, vielleicht gibt es doch noch etwas größer, also man weiß es nicht. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt war es das. Warum? Er hatte den Boden, der war hier leer, mit dem Bürgermeister gesprochen und er durfte das Museum hier einrichten. Nun ist er von dem Boden, haben wir nur einen Aufgang und einen Ausgang. Notausgänge sind da, aber die müssen ja unten geschlossen sein, sonst kommen die Leute von unten hoch. Also das Notausgang heißt ja nur deswegen, wenn es brennen soll, dass man hier fluchtartig rauskommt. Genau. Ja, und darum muss er das Ganze, den ganzen Boden nehmen und hat dann ein Museum eingerichtet. Eigentlich sage ich den Gästen immer zwei Museum, einmal das Hexenmuseum und das Museum der dunklen Mächte. Wir kennen alle Frankenstein, Dracula, den kopflosen Reiter. Aber manche wissen noch nicht mehr, wer den Frankenstein geschrieben hat. 1800 und Mary Shelley aus England wurde 1825 das erste Mal aufgeführt als Theaterstück in England. Falls ihr darüber noch mehr wissen wollt, dann klickt euch durch die Podcasts durch. Da waren wir nämlich letztes Jahr, im Sommer letzten Jahres, war ich da mit Marlene Klein auf der Burg Frankenstein. Das ist ja eigentlich der Vorraum, wo die Kasse ist, das ist eine alte Theke, die er aufgestellt hat und viele Figuren, die er mitgebracht hat. Nun aber die Frage ist immer die, viele sagen, sind alles echt. Ja, das kann ich jetzt eigentlich in dem Moment so nicht beantworten. Und zwar, wir haben ein
Fallbeil drin, hieß das früher, nach der Französischen Revolution, das ist ja auch Guillotine, das sieht sehr, sehr alt aus. Ja, sicherlich ist noch vieles nachgebaut worden, aber es ist alles so, was man sich angucken kann, es sieht wirklich altertümlich aus, als ob das alles aus dem Mittelalter ist. Aber man weiß gar nicht, woher das jetzt eigentlich ist, oder weiß man das schon? Ja, man weiß das schon in dem Moment, wie unser Chef zum Beispiel, der muss ja wissen, wo er die Sachen hergeholt hat in dem Moment. Sicherlich hat er das auch aus alten Schlössern geholt. In Franken da unten gibt es alte Schlösser, die hatten damals noch, ja, Frau Folterkammer, das hat nicht ganz früher drin. Vielleicht hat er noch was aufgehoben und das dann irgendwie verkauft, ja. Also vieles ist in dem Moment nachgebaut, aber das müsst ihr euch jetzt angucken, man sieht das in dem Moment nicht. Eine Frage habe ich noch mal zu dem Museum selber. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dieses Hexenmuseum, also war jetzt erstmal nur ein Hexenmuseum. Und weil der Raum hier so groß war und man ihn komplett anmieten musste wegen den Notausgängen, wurde noch das Museum der dunklen Mächte angegliedert. Kann sein, aber das weiß ich nicht. Das weiß vielleicht der Herr Lautner. Er hatte damals das Museum da in Franken 1 gehabt und musste das irgendwie auflösen, hat er gesagt. Und dann hat er das hier in dem Moment eingerichtet. Okay. Es kann sein, dass er das da auch schon mit hatte. Ja. Mhm. Aber eigentlich hat sich davon leiten lassen. Er steht auch hinter Ihnen, wenn man sich umguckt. Ach, das ist der Herr Lautner. Ja. Und da steht auch beschrieben, im Grunde genommen, warum er das hier eingerichtet hat. Er hatte mit 14 Jahren von seinen Onkel einen Totenkopf geschenkt bekommen. Und seit der Zeit hat er Interesse, sowas zu sammeln. Ja. Das Schöne finde ich, und was auch viele Gäste sagen, die Interesse haben, es ist nicht albern gemacht. Er hat versucht, das so gut wie möglich mit Autoren zu schreiben, wie es damals im Mittelalter war. Ja. Und nicht was Albernes, hier kommt eine bunte Hexe mit roten Augen und fängt an zu lachen, nur das würde in diesem Rahmen ja sprengen. Das ist hier in dem Moment nicht. Vieles, was man sich durchlesen kann, ist eben so, es ist versucht, so echt wie möglich zu machen, dass man gesagt hat, jawohl, so war es damals im Mittelalter. Und das sagen auch viele Gäste, die so Interesse für haben, richtig Interesse für, die haben, ich habe schon sowas vieles alles gelesen, aber was ich hier gesehen habe, das habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Ja, es ist auch schön, dass Sie es eben gesagt haben. Das ist, glaube ich, auch für die Hörer, die das jetzt ja nicht sehen, wichtig, dass das hier wirklich nicht diesen Geisterbahn-Charme oder wir sind hier nicht auf der Kirmes, sondern das sieht hier wirklich aus wie ein Museum. Ja. Das war halt für mich auch total wichtig, also weil ich finde, Hexen wurden ja auch einfach sehr schnell als böse, als schlecht abgetan und waren eigentlich im Grunde genommen ganz normale Frauen, die sterben mussten, weil sie anders waren. Ja, weil sie Kräuter gesammelt haben. Und zwar, da war ja die katholische Kirche, nicht nur die katholische Kirche, auch die damaligen Machthaber, die Gräfe und alles nochmal. Die waren natürlich nicht dafür, dass die Frauen Kräuter sammelten und damit ihre kranken Kinder vielleicht heilten. Das wollte die Kirche nicht sehen. Sie hat gesagt, wir machen Aderlass, wir haben den Pestarzt da und alles. Und nicht das. Ja, also wurden sie damals dann die Frau als Hexe berufen. Ich meine, hat man in Andalusien gesehen, während der Inquisition Medizin war, also während der Inquisition eher verpönt. Naja, und in dem Moment, unsere ganze Medizin stammt ja von den Kräutern. Auch im Grunde unserer chemischen Tabletten, die wir heute einnehmen, es sind die Urheber, sind alles Kräuter. Und dann haben wir hier auch an der Wand, was wir leider die Zuhörer nicht sehen können, eine Tafel, wo viele Pflanzen aufgeführt sind, die gelten alle als Hexenpflanzen. Heute fragt man sich, was ist Tomate fehlt noch, weil da braucht man ohne mehr essen. Nein, es ist so, weil damals auch die katholische Kirche gesagt hat, das sind alles Pflanzen, wo die Frauen gesammelt haben und damit die Kinder gehalten haben. Also waren es Hexenpflanzen. Ja. Was sind denn das? Lese mal ein paar vor. Holunder, Weide, Eiche, Walnussbaum, Quendel, Weißwurz, Wegwarte, Salbei, Raute, Haselnussstrauch, rote Zauberrübe und Schöllkraut. Also da steht dann zum Beispiel bei der Weide, eine Saalweidengerte, die man immer bei sich trug, machte unempfindlich gegen jede Zauberei. Daneben bevorzugten Hexen Weidenholz als Material für ihre Zauberstäbe, da gerade dieses Holz magische Fähigkeiten haben sollte. Weidenaufgüsse galten aufgrund ihrer Inhaltsstoffe als probates Mittel gegen Schmerzen und Rheumatismus. Das ist tatsächlich so. Kinder, die durch eine Astgabel im Weidenbaum kletterten, sollten so von Rachitis geheilt werden.
das höchste Experiment auf dem Brocken. Ja, man wollte hier versuchen, im Grunde genommen einen Ziegenbock zu nehmen, den Ziegenbock mit Blut zu tränken und mit Honig zu beschmieren. Und dann wurde ein weißes Tuch über den Ziegenbock gelegt. Und nachdem das entfernt wurde, hat man gesagt, es sollte dann ein Jüngling entstehen. Okay. Leider hat das... Ein gut aussehender hoffentlich. Ja. Leider gar kein Jüngling zu sehen. Nämlich nur der erkalte Ziegenbock. Es hat also nicht geklappt. Und das war, wenn man so nimmt, 1932. Okay. Das ist noch nicht so lange her. Nee. Ne? Da hat man daran geglaubt, dass man einen Ziegenbock zum Jüngling machen kann. Schön wär's, man könnte sich die eigenen Männer stricken. Guck mal, oder die eigenen Ziegenbock. Oder aus Ziegen die Frauen oder so. Ich meine, das wäre cool. Ja. So, hier zum nächsten Ausstellungsstück ist es der schwarze Hund. Der schwarze Hund ist nicht zu vergleichen mit dem Hund von Baskerville. Er hat auch in England, Frankreich und in allen Ländern, auch hier im Harz, sein Unwesen getrieben. Kommen wir hier zum Beispiel zu dem Hexenspiegel. Der Hexenspiegel hatte man auch im Mittelalter, man sagt ja Behausung oder so, zu. Dieser Spiegel erkennt alles Böse. Was folgendermaßen, erkennt böse Tiere und auch die böse Hexe. Und ich mache das manchmal dann mit Frauen, sage, wollen sie ausprobieren, ob sie eine Hexe sind oder nicht. Und das geht ganz einfach. Wenn man in den Spiegel reinguckt und er ist hell und man sieht die Zukunft, wie die Zukunft in 50 Jahren aussieht, wirst du vielleicht 100 und kriegst noch 10 Kinder, heiratest ganz reich und lebst in einem Schloss und morgen wirst du Millionärin, weil du einen Lottogewinn hast. Tut mir leid, junge Frau, wenn du das als den Spiegel siehst, dann bist du eine Hexe. Aber wenn man in den Spiegel rangeht und der Spiegel bleibt schwarz, dann ist man keine Hexe. Okay. Willst du das ausprobieren? Gerne. Ich probiere das gerne aus. Er bleibt schwarz. Also keine Hexe. Ich brauche mal ausprobieren. Probier mal aus. Der bleibt schwarz. Er bleibt schwarz. Bist Kacke-Dreck. Wir haben hier auch Hexenwesen, ja. Das hatte ich Ihnen auch meine... Das gesagt, ich sage, ach die Frau, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Hexe bin? Ich sage, dann ganz einfach, dann schenke ich ihnen Wesen, mach das Fenster auf, dann fliegen wir eine Runde im Bahnhof. Oh, wie bei Harry Potter, wie cool. Ja, und aber es gibt auch Frauen, die haben das geglaubt. Ja, hat der Asche hier lieber ringsrum, jetzt will ich gar nicht sehen, ob ich eine Hexe bin und ich glaube, versetzt Berge. Und gerade im Mittelalter, war es ja auch so, die Menschen hatten ja nicht, wissen wir heute, die wussten nicht, wo kommt der Regen her, wo kommt der Donner her. Und wenn wir eine Missernte im Dorf hatten, da war jemand für verantwortlich, da war jemand schuld, klar, der die Missernte gebracht hat. Muss die Hexe sein. Ja, und meist waren sie Unschuldigen. Mhm. Und die wurden dann entsprechend hingerichtet. So, und, aber es gab ja auch andere Frauen, auch im Mittelalter. Wie zum Beispiel die Mary Bateman, die Hexe von Yorkshire. Die lebte von 1768 bis 1809. Was war es für eine Frau? Sie hat früh ihr Elternhaus verlassen und dann hat sie als Liebin gelebt, hat auch dann die Leute betrogen, indem sie wahrgesagt hat und hat auch an vielen Sachen die Zukunft vorausgesagt. Und die Leute haben es geglaubt. So erfand sie 1806 die Orakelhenne. Und der Orakelhenne, der Eier der Orakelhenne, sagten den Weltuntergang voraus. Okay. Die Leute haben es geglaubt. Also übermorgen, sage ich mal so, geht die Welt unter. Macht noch schnell das, was er noch schafft, bis übermorgen, verkauft euch einen Plunder, ja, und dann ist die Welt zu Ende. Er kauft ihn am besten an mich dann, ne? Oder so an dich. Ja, und die Menschen haben es nämlich damals geglaubt, haben vieles geglaubt, weil das Wissen ja noch nicht so weit war. Dann hatte man das nämlich festgestellt und hatte sie zum Tode verurteilt durch den Schrank. Auch die Leute, die ihr geholfen haben. Es gab in dem Moment diese Hinrichtung, es kamen Tausende zu der Hinrichtung. Und zwar deswegen, weil man gesagt hat, sie ist eine Hexe.
sie wird nicht sterben. Weil kann sie aufhängen, sie wird nicht sterben. Und was das andere Soldat ist der Strom. So, dann hat man sich einen Kopf gemacht. Was ist das nun für ein Wesen, eine Hexe? Ist das ein Mann, ist das eine Frau oder ist das ein Zwischending? Dann hat man das Skelett vollkommen auseinandergenommen, was noch in England im Museum, Erfurt Universität, hat den Schädel aufgemacht, das Gehirn rausgenommen, um festzustellen, wie denkt eine Hexe. Ja, wir sehen hier gerade an der Wand quasi den Torso eines menschlichen Skeletts mit zwei Armen und darüber der Kopf, die Schädeldecke ist entfernt worden, beziehungsweise es gibt noch einen schmalen Steg, der darüber führt und der irgendwie mit der Stirnpartie, Es wurde alles aufgemacht, genau, rundherum auch und das wurde danach wieder vernäht, also wieder zusammenzusetzen. Wow. Das Gehirn ist natürlich weg. Ja. Das ist natürlich klar, dass es auch damals auch Frauen gab, die gesagt haben, ich bin eine Hexe und die sich der Hexerei bezichtigt haben, die gekannt haben. Siehe, die Hexe steht ja mit dem Teufel im Bund. Und da gab es viele Frauen, die gesagt haben, jawohl, ich stehe mit dem Teufel im Bund. Ja, auch einfach, ich glaube auch vielleicht aus Trotz. Ja. So, wie gesagt, wir können Ihnen nicht alles erklären, da braucht man den ganzen Tag oder länger. Hat die auch diese katholische Kirche Gericht gehalten über die Angeklagte, die der Hexerei bezichtigt wurde. Es gab die sogenannte, ist bekannt, die Feuerprobe, wo die Frauen über glühende Steine laufen mussten, die Tränenprobe, dann die Barprobe. Aber was auch sehr interessant ist, viele kennen es auch schon, die Wasserprobe. Das Wasser geschmissen werden und gucken, ob sie untergehen? Ja, so ungefähr. Das steht ja auch alles beschrieben, auch in Deutsch, in Englisch-Deutsch. Und zwar wurde die festhält die Frau über Kreuz an Händen und Füßen und wurde ins Wasser geworfen. Ist sie ertrunken, war sie keine Hexe. Hat das Wasser sie nicht angenommen, sie war zu leicht und schwamm oben, dann war sie eine Hexe und wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das heißt, für die Frau war es eigentlich egal, wie blöd. Tod ist tot. Genau. Ja, nun kommen wir zu der sogenannten Wiegeprobe. Auch sehr interessant. Auch eine sehr, sehr alte Waage. Ich kann nicht genau sagen, von was sie ist in dem Moment. Man hatte folgendermaßen gemacht. Man hatte gesagt, okay, du wiegst 6 Zentner, wiegst du nicht. Dann wurden hier 6 Zentner noch gepackt. Dann durfst du dich darauf setzen. Ist die Waage runtergegangen? Warst du schwerer wie 6 Zentner, dann warst du keine Hexe. Ist die Waage aber oben geblieben und du warst zu leicht, dann warst du eine Hexe und wurdest auf den Scheiterhaufen verbrannt. Aber sie konnte ja nicht runtergehen, weil hier viel mehr Gewicht drauf lag, wie du schwer bist. Dann waren sie aber auch noch so pfiffig. Sollten die Schergen vergessen haben, hier Gewicht drauf zu packen. Und die Frau setzte sich drauf und sie ging runter, dann war sie auch eine Hexe. Weil die Kirche dann gesagt hat, das Gericht, beim Reinkommen in der Tür eben, hat sie, weil sie eine Hexe ist, die Waage verhext. Und darum ist die Waage runtergegangen. Es war eigentlich nur eine Möglichkeit, die Frauen umzubringen, auf irgendeine Art und Weise. Eine Treppe hoch. Nicht erschrecken, das ist der sogenannte Pestarzt, den man früher hatte. Man hatte diesen Pestarzt, das ist eigentlich die Menschen, die an Pest erkrankt sind, den letzten, den sie gesehen haben in ihrem Leben. Der sieht aber auch so düster aus. Er hatte so eine schöne Maske, da wurden Kräuter reingemacht, wohlriechende Kräuter, und damit er nochmal zum Glück sehr gut riecht und der Pestkranke das feststellen kann. Das ist zum Beispiel unser Scheiterhaufen. Man sieht, da steht nur ein Holzstab und Holz ringsrum, nicht Stroh oder so. Und hier hängt auch keine Puppe, die leuchtet und brennt. Ja. Es sollte dargestellt werden, wie ein Scheiterhaufen damit aussah, im Grunde genommen. Und damit wir auch, wenn wir Kinder damit haben, hier nicht erschreckend und würgend. Ja? Und was wir da jetzt gerade sehen, was da daneben steht, war folgendermaßen, und zwar, wenn die Hexe auf einen Scheiterhaufen verbrannt wurde, die Frau, dann hat man ebenfalls ihre Katze mit verbrannt. Mhm. Dann lasst die Katzen in Ruhe. Einen extra Scheiterhaufen gemacht für die Katzen. Weil man hat immer gesagt, wenn
die Hexe verbrannt ist, dann lebt sie als Katze weiter. Also müssen wir die Katze auch verbrennen. Und da gab es einen echten Scheiterhaufen für die Katze. Die waren nicht zusammen verbrannt. Also wir sehen hier jetzt gerade einen Glaskasten mit einem kleinen Kasten. Und da ist beziehungsweise also Asche oder Erde drin. Und da drin liegt tatsächlich eine mumifizierte Katze. Der Scheiterhaufen selber sieht ziemlich akkurat aus. Ja, richtige kleine, also ich fasse es gerade an, das sind richtig kleine Holzstämme, also richtig. Ja, die sind so richtig übereinander geschichtet. Also kann ich mir richtig vorstellen, wie das Ding brennt. Ja. Kommen wir zu der nächsten Maschine, wo die Menschen dann geköpft wurden. Und zwar nennt man das die hier steht, die schottische Jungfrau. Diese ist natürlich, wie sie hier steht, nicht im Betrieb gewesen. Es kann nichts passieren, du kannst runterfassen, das ist das Messer. Das Messer ist gerade. Mhm. Bei einer Guillotine zum Beispiel ist das Messer angeschrägt. Ja. Guillotine hieß diese Maschine erst in der Französischen Revolution. Ein Doktor namens Guillotin, danach wurde die Guillotine benannt. Man wollte in der Französischen Revolution so schmerzfrei wie möglich köpfen. Also hat man es angeschrägt, das Messer, den Kopf gleich abhacken. Bei dieser Maschine hier sieht das ja gut aus, ja, da muss ich wirklich dreimal hoch und runter ziehen, ja, der Kopf abfahren. Also man muss dann den Kopf so, oder man hat den Kopf hier so draufgelegt, fing das Ding runter. Also das sieht so aus, und hoch. Ja. Da ist so ein Gewicht drauf, ne, was ja die Klinge so runterdrückt. Mhm. Und das sieht ja so aus, als ob das wahrscheinlich erst das Genick gebrochen hat, bevor der Kopf abfahren. Ja. Also eine Guillotine schneidet ja durch ihre Schrägstellung. Genau. Ja. So, und seit wann benutzt man das Fellbeil? Das sieht man schon. 13. Hier steht es im 1564. Und die erste Maschine, die ist ja da. Das Fellbeil. Ja, genau, die Guillotine ist ja erst Französische Revolution. Richtig, die wurde ja nach dem Doktor Guillotine benannt. Die wollten ja, wie ich eben schon sagte, so schmerzfrei wie möglich köpfen. Man war ja ein netter Mensch, ja, Französische Revolution. Ich war mal in Paris, das fand ich sehr gut, da hatte ich auch so eine Führung mitgenommen auf dem Platz, da wurde uns das alles erzählt. Da wurde auch gesagt, in der Französischen Revolution wurde die Guillotine jeden Tag ein Stück weiter gerückt. Und warum? Weil unterhalb der Guillotine das Blut so vieles war, dass das Erdreich das Blut nicht mehr aufgenommen hatte. Man hatte manchmal 500 Menschen geköpft an einem Tag. Hier können wir uns umdrehen, und zwar, das ist das sogenannte Richtschwert. Was unterscheidet ein Schwert von einem Richtschwert? Und dann kennt man das. Dieses Schwert normalerweise ist spitz. Das Richtschwert ist rund unten. Es wurde mit zwei Händen geführt, um dem Requidenten den Kopf abzuschlagen. Des Weiteren ist dann wahrscheinlich sowas wie der schwarze Henker bei Sinclair. Der hat ein Beil. Stimmt, du hast recht. Er hat kein Richtschwert. So, und jetzt machen wir auch zurückzukommen auf die Waage da hinten, wo die Hexen proben. Wenn eine Frau zur Hexe verurteilt wurde und sie sollte auf einen Scheiterhaufen verbrannt werden, bestand eine Möglichkeit, eine Begnadigung einzureichen. Und die wurde manchmal stattgegeben. Und die Begnadigung bestand darin, der Frau mit dem Richtschwert den Kopf abzuhauen oder zu erdrosseln und dann erst zu verbrennen. Ach, wie schön. Oh, wie schön. Also nicht bei lebendigem Leib verbrannt zu werden, sondern wenigstens tot. Ja. So, nun kommen wir gerade nochmal hier zum Scheiterhaufen. Und zwar, wenn man im Scheiterhaufen verbrannt wird, man sagt auch zum Beispiel, ein Haus brennt, der ist verbrannt. Er ist eigentlich gar nicht verbrannt, er ist an die Giftgase gestorben. Ja. Umgefallen und verbrennt dann. Genau. So war es eigentlich auf dem Scheiterhaufen auch. Die Frauen wurden ja angebunden, wo diejenigen, und dann wurde angesteckt, dann kam mir die Gase hoch. Beziehungsweise der Sauerstoff wurde ja auch verzehrt. Ja, genau. Und dann ging der Kopf runter, dann ist man verbrannt. Ja. Dann kommen wir nicht zu das, was du gerade angefasst hast. Die Leiter davon. Die Leiter, sehr interessant. Sehr grausam, grausamer wie ein Scheiterhaufen. Ja. Was wollte man machen zum Beispiel? Man hatte so 20 Frauen Scheiterhaufen zu verbrennen an einem Tag. Naja, 20
Scheiterhaufen zu machen, ist ja eine schöne Arbeit. Die müssen ja alle brennen. Das hat man gemacht. Man sieht es auf diesem Bild. Man hat einen Scheiterhaufen angesteckt, hat ihn lodern lassen, bis der voll in Flammen stand. Dann hat man die Dividendin auf eine Holzleiter geschnallt und hat die ins offene Feuer geworfen. Und das war dann ein richtiges Verbrennen. Das war, glaube ich, noch grausamer wie das auf dem Scheiterhaufen. Krass. Das ist auch ein sehr schönes Gerät aus dem Mittelalter. Und zwar wurden die geschmorchelt. Es wurden die Liquidenten darauf gesetzt. Oben im Kopf, es war ein Holzstamm, oben im Kopf festgeschraubt. Und die vorne auf den Stamm draufgesetzt. Und dann, und festgebunden natürlich. Und dann wurde da darunter Schmauk gemacht. Das heißt, wie wir das früher heute kennen, wenn man mal schlachten, früher mal schlachtet da Oma und Opa, ein Schwein, und da wurde ja die Wurst auch gehängt, ja, zum Räuchern. Genau. Dasselbe wurde hier gemacht. Aber aufgrund dessen, dass das Räuchern ja eine Weile dauert, hingen die ja auf dem Holz 2 bis 3 Tage, bis der Tod eingetreten ist. Da sind ebenfalls die Gase hochmarschiert. Mhm. Und er, die den Kopf oben erreicht hat, das dauerte eine Weile. Krass. Boah. Also es war im Prinzip kein offenes Feuer dann, das war dann halt nur Schmuck. Ja, genau. Der Schmuck und der dann. Ja. Das ist extra so gemacht im Räucher, extra so, weil das noch länger dauert, ja, okay, der Tod eintritt. Er war aber schon relativ viel Sadismus so ein bisschen, ja, im Spiel. Ja, das hat ja auch, also, die Leute hatten Bock zu töten. Ja. Naja, macht immer seinen Spaß, ja. Und zum Beispiel auch damals bei den Hinrichtungen, die waren sonntags. Es gab kein Fernsehen, kein Handy, was sollten die Leute sonntags machen? Ja, die gingen dann zur Hinrichtung. Ja. Ja, es gab kein Netflix. Darum wurde ja auch immer, die da jetzt sehen, es ist eine Guillotine oder was weiß ich, höher gebaut. Damit die Leute das ja auch sehen konnten. Nicht, als konnte man nicht an der Erde machen, da konnten ja die das nicht gucken. So nach dem Motto, geh mal zur Seite, mein Kind steht hinter dir, das kann ich gucken. Ja. Gott. Ja, das ist halt eine andere Zeit gewesen. Ne? So wie es halt für viele zum Beispiel ja auch noch, Generation meiner Großmutter, das ist halt auch völlig normal gewesen, im Hinterhof oder sowas die Schweine und Gänse und so weiter zu schlachten, was für viele heute auch schon undenkbar ist. Ne? Ja, so. Ja, ich meine, das kann ich ja insofern noch so halb verstehen, weil das als Nahrungsmittel, aber das war, ist ja wirklich nur Sadismus des Sadismus willen. Wenn man hier guckt, zum Beispiel hier ist der sogenannte Schinderwagen, da wurden die Liquidenten mit zur Hinrichtungsstelle gefahren. Wir sehen, man könnte sie anschnallen, er sieht ja aus so wie normaler früher Strohauto erfahren, wo man Strohwürfel mitgefahren hat auf die Dörfer. Hier wurden sie angeschnallt und dann wurde ein Feuer hinten aufgemacht und dann wurde der Liquident noch mit Zangen gequält, bis er zur Hinrichtungsstelle kam. Manche erlebten das dann gar nicht mehr an der Hinrichtungsstelle, da waren sie schon tot. Ihnen soll das Fleisch mit glühenden Zangen von den Knochen abgerissen und dann Gurgel und Herz mit glühenden Eisen durchstoßen werden. Auszug aus einem mittelalterlichen Gerichtsurteil. Grauenvoll. Auch das Foltern wurde immer höher gesetzt, dass die Leute schön zugucken konnten. Hm. Ja, wie gesagt, gab kein Fernsehen, kein Handy, also bin ich zur Hinrichtung gegangen oder zur Folter, habe mir die Folter angeguckt. Ja, und die haben sich in dem Moment auch, jetzt war ja ein ganz anderes Denken der Menschen. Ja. Die haben ja nicht so gesagt, wie gesagt, das ist eine Hexe. Und wenn sie sagt, die müssen wir verbrennen und die müssen wir bestrafen, die müssen wir mit den Zangen quälen. Dann haben wir gesagt, oh ja, mach das und richtig. Das ist das Böse aus uns rauskommt, sonst kommt das in uns rein. So, wir gehen jetzt wieder runter, die Eisentreppe. So, hier die Frage ist ja, Dracula, der Dracula hat ja wirklich existiert in Rumänien, ja. Man sagt immer, also ein Vampir ist in dem Moment so, er sagt ja, er war ein Blutsauger. Er hat ihm seinen Untergebenen ausgebeutet, ausgesaugt, das heißt, das ganze Geld weggenommen und damit er gut leben konnte. Ja, er hatte dann auch seine Feinde wie hier gefehlt und er selbst wurde dann nachher auch so hingerichtet. Auch gefällt. Ja. Wir sehen hier tatsächlich ein Skelett, ja, das irgendwie auch schon irgendwie verwest oder vielleicht auch verbrannt wurde. Und das
steckt auf einem Pfahl, der ihm quasi durch den Anus getrieben wurde und auf dem seitlich aus der Schulter herausragt. Ui. Guck, hier sitzt eine schöne Hexe. Das könnte von ihm vielleicht bald eine Freundin werden, ja. Ich meine, wenn er diese im Auto mitnimmt, ja, ist doch ein hübsches Mädchen, nicht? Ist natürlich nur eine Puppe. Obwohl ein Mann mir schon gesagt hat, sag, Mensch, die Frau da unten, die da auf dem Knochenbett sitzt, das, die sitzt da, die bewegt sich ja auch nicht. Macht die das den ganzen Tag? Ist aber auch anstrengend. Welche Frau, wo sie auch meint. Ach so, sie meinen die Hexe. Also, wieso ist keine Hexe? Gucken Sie sich mal die Beine an, die sehen noch echt aus. Wer weiß, vielleicht spukt die ja nachts irgendwie, macht Dinge, weiß ich nicht. Sie hat ja auch eine Gesichtsbemalung. Ja. Ne? Sie gehört ja mit zu dem Dia de los Muertos, der Tag der Toten. Ah, mexikanischer genau. Brauch. Ja, weil sie also sagst in dem Moment wegen des Herumlaufens, ja, wie wir sagten, das nehmen wir ja am besten, der Glaube versetzt Berge. Auch heute sind manche Leute noch nicht so schlau. Und zwar, ich hatte ja ein Ehepaar drin, 17 Uhr vor jetzt ja Schluss. Und dann sagte ich zu dem Mann und der Frau, wir müssen langsam mal gehen, wir verschließen gleich und so was. Da dachte der Mann, ja, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht und da war ich noch nicht. Der Mann hatte mehr Angst wie die Frau. So, dann wollte ich die ja nicht rausschmeißen. Ich sage, kein Problem, bleiben Sie hier. Um 17 Uhr geht das Licht aus. Da hat man schon dumm geguckt. Und dann sage ich, suchen Sie einen Platz hier auf dem Knochenbett bei der Hexe oder im Schinderwahn, schnallen Sie sich an. Morgen früh um 10 komme ich wieder. Ich dachte, wieso anschnallen? Ich sage, wissen Sie was? Nur los Geisterstunde. Da lebt hier alles, da rennt hier alles rum. Da kommt der Bestarzt mit einer Stock und haut sie. Die Totenköpfe laufen ja lang, dann müssen wir Vorfahrt gewährt und sowas. Es ist wirklich, bestes Wissen, schnallen sich ja irgendwo an. Der hat seine Frau an Hand genommen. Komm, wir müssen gehen, der macht es nicht aus, da lebt hier alles. Der Mann hat es geglaubt. Da braucht sich ja nicht rausschmeißen. Nicht sein, dass ich ja, geht einfacher, ne? Ja, man kann es auch einfacher haben. Er ist doch selber gegangen mit seiner Frau, ja. So, und hier auch die Frage der Werwölfe. Ist ja auch viel Glaube daran, dass es die Werwölfe gibt. Und wo es die gab, beziehungsweise auf der anderen Seite. Okay. Skelett von einem Werwolf. Ja, Werwölfe wurden ja im Prinzip, oder Werwölfe in Anführungsstrichen, ja genauso verfolgt wie Hexen. Ja. Ja, also viele Frauen, viele Frauen, die als Hexen verurteilt worden sind, die Männer wurden dann als Werwölfe verurteilt und verbrannt. Oder anderweitig zu Tode gebracht. Kommen wir nun zur Blutgräfin. Die Blutgräfin hat gelebt 1560 bis 1614. Und zwar, was hat diese Blutgräfin gemacht? Sie, als ihr Mann starb, hatte sie die Lust, sie wollte im Blut baden, um jung zu bleiben. Sie wollte für die Generation hübsch bleiben. Was wurde gemacht? Es wurden junge Frauen getötet, damit sie jeden Tag einer Wanne voll Blut baden konnte. Florian, ist das nicht auch so ein bisschen Brandmal? Das ist Brandmal, ja, ja. Da habe ich das ja mit verarbeitet. Siehst du? Hergé mit Bathory. Genau. Beziehungsweise Elisabeth Bathory ist ja der. Und so wurde sie in dem Moment, wurde sie ja auch verurteilt. Ihre Mitstreiter wurden zum Tode verurteilt und sie wollte man gar nicht töten. Man hat sie in ihrem Schloss eingemauert und ließ ihr ein kleines Guckfenster, als sie Luft bekommen hat. Zwei Jahre später verstarb sie am 21. August 1614. Also sie hat diese Mädels halt umbringen lassen und hat dann in ihrem Blut gebadet? Gebadet, ja. In ihrer Zeit hatte sie mindestens 175 Mädchen umgemacht. Meine Herren. Die Zahlen, die schwanken ja extrem. Ne? Es gibt ja auch teilweise die Behauptenden, das sind über 600 gewesen, das darf angezweifelt werden. Na, man geht ja auch so ein bisschen davon aus, dass das vielleicht, dass da auch wahrscheinlich so ein bisschen politische Gründe eine Rolle gespielt haben, dass sie einfach als ungarische Adelige dem Klerus zu mächtig geworden ist, ne? Und dass ihr viele Taten auch unterstellt worden sind. Ich meine, man muss ja auch ziemlich Banane im Kopf sein, um irgendwie Frauen umzubringen, damit man in ihrem Blut badet. Also da muss man schon ziemlich... Ja, wie gesagt, das wird ja so ein bisschen angezweifelt, wie viel davon Wahrheit und wie viel Legende ist. Das ist ja mit vielen Sachen im Grunde genommen, es lebt so eine Kirche mehr aus der Zeit. Ja. Es wurde alles übertragen und dann wisst man selber, was ich noch, wenn ich einem was erzähle und der erzählt es den anderen, der erzählt es wieder den anderen, da hinten kommt was ganz anderes raus, wie ich den gesagt habe. Ja.
in dem Moment. Ja. So, hier ist noch einmal der Exorzismus, der ja auch eigentlich sehr, sehr grausam ist. In dem Moment, wo man auch heutzutage noch Menschen in dem Moment mit umbringt. Ja. Wir sehen es hier zum Beispiel einer jungen Frau aus Rumänien, Anneliese Michel. Sie war so eine hübsche junge Frau und sie hatte nachher gelitten an Krämpfen und an Schütteln. Und man hat ihr gesagt, sie war Dämonen besessen. Man hat ihr dann nichts mehr zu essen gegeben. Man hat ihr die Medikamente verweigert und. Wird wahrscheinlich einfach Epilepsie. So ungefähr, ja. Und so sah sie dann nachher aus und wurde dann 1900 und grausam. Gibt es Exorzismus eigentlich immer noch? Also in so ja, der Form? In Rumänien wurde das ja in dem Moment, das wurde ja exorziert. Es war ja 2013. Okay, das ist ja gar nicht so lange her. Und wie sah sie dann zum Schluss aus? Sie ist dann einfach an Medikamentenmangel und Mangel und Hunger gestorben. Und Hunger gestorben. Ja. Sie ist wirklich ausgezehrt, ne? Sie ist unheimlich abgemagert. Die Augen sind blutunterlaufen, die Lippen sind schrundig. Und man sieht einfach auch, dass sie auch einfach seelisch erschöpft ist. Also der Blick ist leer im Prinzip, ne? Also auch mit Hämatomen übersät der Körper. Grauenvoll. Also wenn man überlegt, dass das gerade mal 10 Jahre her ist. Aber hier ist ja auch noch so eine kleine Vitrine mit so Satansfiguren. Und hier ist zum Beispiel auch eine Figur von dem Pazuzu. Das ist ja die sumerische Gottheit, die ja in dem Film quasi die Reagan stimmt. Ne, okkupiert hat. Ja, ne? Ja, stimmt. Und hier, guck mal hier, da ist auch noch Lilith. Lilithu. Das ist deine Lilith. Ja, genau. Ja. Das Burnie-Relief. Und hinten Baphomet, Pan und sogar ein Priesterschal. Nun sind wir am Ende des Museums. Sicherlich sind wir ziemlich schnell durchgegangen, weil es ja vieles ist, was man sich anschauen muss. Ja, wenn man das erklärt oder alles, was geschrieben steht, alles vorliest, dann brauchen wir noch ein paar Stunden mehr. Ja. Ja? Aber wie gesagt, es ist ziemlich groß, das Museum. Habt gesehen, die Zimmer in dem Moment, es sind 12 Ausstellungsräume, wo man sich hier dieses angucken kann. Geht 400 Quadratmeter für den gesamten Bahnhof. Ja. Wir sind jetzt am Ende am Giebel vom Bahnhof. Hast du selber mal irgendwelche Erlebnisse gehabt mit Hexen? Nee, ne? Nee, eigentlich muss ich ehrlich sein, ich bin Rentner, ich mache das hier alles bloß nebenbei, aus Spaß und so, wenn ich mir das mal angucke, um mit den Leuten zu erzählen, ja, das ist eigentlich sehr interessant, ja, und hat mir natürlich viele eins durchgelesen, ja, eigentlich vergisst man ja auch, dann muss man sich dann auch mal durchlesen und so, ja. Ja, die Frage ist ja, haben Sie selber schon mal eine Nacht hier verbracht? Ja, das würde ich nicht. Das würde mich nicht stören. Da habe ich öfter mal Fragen gekriegt. Sag mal, gruseln Sie sich hier nicht? Das kann nicht sein in dem Moment, weil ich weiß, hier lebt nichts. Ja, und wenn man das Museum hier kennt, ich kenne das seit 4 Jahren, was soll ich mir gruseln? Ich stelle mein Bett hier hin und mache das Licht aus. Und wie ist es für dich, Florian? Hast du hier was Neues auch mal gesehen oder sind das alles Dinge? Ich meine, du kennst dich so massiv aus, auch mit Mythologien. Also ist das für dich jetzt hier alles komplett bekannt oder gab es auch Dinge, die vielleicht auch für dich neu waren? Nein, also viele Sachen kenne ich natürlich. Das bleibt nicht aus, wenn man das macht. Aber es sind natürlich schon viele Sachen dabei, die einem so auch nicht immer präsent sind. Und das Problem ist ja, man sieht es ja jetzt nicht. Ihr hört das ja jetzt nur in dem Podcast. Aber es sind halt hier unheimlich viele auch Schautafeln. Allein schon das, was über diese Hexenpflanzen dort geschrieben steht, ist halt interessant. Ne? Aber auch über die Legendenbildung. Also wir haben, ne, wie gesagt, wir sind ja an vielen Sachen hier jetzt vorbeigegangen, wo wir jetzt nicht näher drauf eingegangen sind. Aber zum Beispiel über den Vampirmythos steht hier einiges. Ne? Und allein schon manche Sachen zu sehen, ist einfach unheimlich beeindruckend. Und auch wenn man weiß, dass jetzt zum Beispiel dieses gepfählte Skelett wahrscheinlich eine Nachbildung ist, sieht es einfach sehr unheimlich und auch schon sehr beklemmend aus. Also das, aber es ist sehr beeindruckend. Also ich muss sagen, mich hat die Guillotine total beeindruckt und diese sehr lebensechte Puppe da. Guillotine war der es noch nicht, ja. Ich habe das halt versteht, weil da hat mir auch schon mal ein Herr gesagt, im Grunde genommen, er sagte, sie sagte im Grunde genommen,
Eigentlich ist das ja ein Fallbeil. Und eine Frau war das. Also die sagt, ein Fallbeil ist keine Guillotine. Die wurde erst in dem Moment im... Also wie sagt man so schön, eine Guillotine ist ein Fallbeil, aber nicht jedes Fallbeil ist eine Guillotine. Ja, aber andererseits hatte ich mal einen Professor, der hat das erzählt, weil ich beim Rundgang auch mal gesagt habe, Guillotine. Eine Frau sagte mir dann, nein, das heißt doch Fallbeil, Guillotine noch erst nach der Französischen Revolution. Da schulden Sie bitte. Und dann hatte ich das dann, das war ein Professor, der hat sich ja auch mit dem Altertum beschäftigt. Und denen hat die das gesagt, mir erzählt, sag ich, die Frau sagt, bla bla bla. Sagt er, wissen Sie, das ist der größte Quatsch. Ob das Guillotine heißt oder Fallbeil heißt, wichtigste ist, man muss wissen, was das ist. War das eine Maschine, so einen Menschen zu töten, Kopf abzuschlagen? Sagt er, wie man das nun nennt, dachte, das ist es eigentlich egal. Zumindest für den Delinquenten ist es sowieso egal. Ja. Also der, der drunter liegt, der, dem ist es wirklich Schnurz, wie man das nennt. Ja. Gerald, vielen, vielen lieben Dank. Das war richtig gut. Das hat auch mega Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn ich noch so 3 Stunden hätte, dann würde ich noch ganz viel fragen. Auch gerade die verschiedenen Hexenmythologien, die keltische, die ägyptische, die ich halt ganz gut kenne, die deutsche, also die germanische. Es gibt so viel. Aber vielleicht gehen wir da mal ein andermal tiefer drauf ein. Florian, danke, dass du da warst. Ja, gerne. Und ich glaube, wir müssen es öfter machen. Lass es mal öfter irgendwo in spannende, interessante Ausstellungen gehen. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, also es lohnt sich sehr, hierher zu kommen. Also es geht hier, es ist nicht hier wirklich nur reine Effekthascherei, sondern es ist auch anthropologisch sehr interessant. Ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ja, und das war es schon. Nicht nur mit diesem Podcast, sondern auch dem letzten Podcast in diesem Jahr. Das heißt, wir hören uns wieder im Januar, hoffe ich. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Restadvent, super, super schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alles unterm Baum, was ihr euch wünscht. Und einen richtig tollen, super coolen Rutsch ins Jahr 2024. Ich weiß, es gab bestimmt nicht für alle nur schöne Dinge in diesem Jahr, aber ich wünsche euch, dass das nächste richtig rockt. Gesundheit, positive Energie, coole Sachen, Glück, Liebe, aber vor allem ganz viel Horrorspaß mit uns. In diesem Sinne, macht's gut. Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Just head to amazon.com/adfreetruecrime to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.